Servus Leute und willkommen zurück zu diesem kleinen Tabakeindruck zum neuen Black Octobus von Octobus. Also ich glaube, die Sorte heißt Black und die Marke heißt Octobus. Ist auf jeden Fall der Shisha-Tabak von dem Shisha-Hersteller Octopus. Und wir wollen heute mal rausfinden, taugt das was und wie gefällt mir die erste Sorte, die ich von den Jungs probiere. So, und da bin ich wieder, wie gesagt, heute mit dem Shisha-Tabak von Octopus, die ja eigentlich bis jetzt die Shishas hergestellt haben. Ihr wisst es ja, früher war ja hier noch der Warren am Start bei Shisha WG, mittlerweile leider nicht mehr, aufgrund von meinem Umzug und Zeitgründen. Aber der Warren hatte auf jeden Fall eine Octopus Shisha und war auch immer sehr zufrieden mit der. Hat sich auch immer schön rauchen lassen und jetzt haben die Jungs eben angefangen, auch ihren eigenen Tabak rauszubringen. Wir testen heute als erstes den sogenannten Black Octobus. 17,90 Euro kostet das Ganze, also ist vollkommen im Rahmen, wie auch andere Sorten so im Moment preislich liegen. Manche sind noch bei 16,90, manche gehen auch schon hoch auf 21 oder sogar 22 Euro. Das sind aber meistens eher die russischen Sachen. Ich finde 17,90 Euro auf jeden Fall okay. 16,90 wären wir natürlich lieber, aber sagen wir mal 17,90 Euro geht schon okay. Wenn der Tabak stimmt. Und das wollen wir heute rausfinden. Wie gesagt, ich habe mir den Black Octobus geholt. Was soll das Ganze sein? Bei Black dachte ich eigentlich erst an eine schwarze Traube. Online in der Beschreibung steht aber meistens nur, es ist ein Traube-Minze. Mal gucken, ob wir bei Geschmack und Geruch da mehr rausfinden können, ob das eher in eine weiße Traube oder eine schwarze Traube geht, geruchlich und auch geschmacklich. Wie immer blende ich euch aber als erstes mal den Kopfbau ein. Ich habe das Ganze in dem Mahalla Invoke V2 gebaut. Habe ich einfach ausgesucht, weil er weiß ist und ich gerade mit meiner neuen Most Dash rauche, die ja auch weiß ist und ich dachte, das passt einfach gut. Eigentlich hätte ich gerne auch noch einen weißen Schlauch dazu genommen, aber ich habe gerade keinen weißen Schlauch daheim, deswegen ist da jetzt leider ein schwarzer dran, so ein bisschen Stormtrooper-Look, ne? Ja, ihr seht den Kopfbau, Schnitt geht auf jeden Fall klar, es ist ein mittlerer Schnitt, würde ich sagen, man hat ein paar kleinere Ästchen mit dabei, aber auf jeden Fall nichts, was euch irgendwie beim Kopfbau stört. Das erste, was euch aber bestimmt aufgefallen ist, ist die Farbe von dem Tabak. Er ist nämlich rot. Als ich den auf Insta gepostet habe und gesagt habe, hier, ich habe den jetzt, ich werde den jetzt testen, da wird demnächst ein Review von mir zu kommen, haben mir, boah, lasst mich nicht lügen, bestimmt innerhalb der ersten 2 Stunden 20 Leute geschrieben, warum ist der denn rot? Das darf doch eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Und darauf kann ich euch nur sagen, soweit ich weiß, oder das weiß ich eigentlich mit Sicherheit, künstliche Färbemittel im Shisha-Tabak sind in Deutschland nicht erlaubt. Heißt also, entweder haben sie einen Weg gefunden, wie man den schön natürlich in dieser roten Farbe färben kann, oder irgendwas anderes, wie sie eben durch diese Regelung durchkommen. Wie die das genau geschafft haben und ob das jetzt ein natürliches Färbemittel ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe den Jungs geschrieben, habe aber noch leider keine Antwort bekommen. Sollte ich da eine bekommen, werde ich auf jeden Fall auf Insta nochmal Bescheid sagen in meiner Story, wie die das denn geschafft haben, dass sie den Tabak rot färben konnten. Was ich sagen kann ist, das Rote sieht auf jeden Fall ganz geil aus, aber im Endeffekt ist es auch nur die Farbe, hat aber irgendwie so ein bisschen den Flair von früher, als man eben noch viel roten Tabak auf dem Markt hatte. Unterschied sollte es aber in der Regel keinen machen. Zumindest, wenn es nur Farbe ist und nicht irgendwie als natürliches Färbemittel da irgendwas mit noch Aroma reinkam. Kopf habe ich Overpack-mäßig gebaut, Smokebox obendrauf, Vollkontakt, wie gesagt, Mahalla Invoke V2, wie ich halt immer so am liebsten rauche. Ich nehme mir meistens eine Pfanne, baue den leicht Overpack, Smokebox mit Vollkontakt obendrauf und dann gib ihm. Nochmal zum Färbemittel. Ich habe mich dann gefragt, vielleicht steht ja was bei den Zutaten. Bei den Inhaltsstoffen steht aber nur Virginia-Tabak, pflanzliches Glycerin, Polyenglykol, ja, falls Physiker, Chemiker unter euch sind, bitte korrigiert mich, falls da meine Aussprache scheiße war. Konservierungsstoffe, Invertzucker und Aromastoffe. Also erstmal nichts irgendwie von natürlichem Färbemittel, aber in irgendeiner dieser Zutaten muss mit Sicherheit irgendein Farbstoff drin sein oder irgendeins von diesen Mitteln muss rot sein. Und dann wahrscheinlich auch natürlich, weil künstlich, wie gesagt, eigentlich verboten. Aber Leute, wir kommen mal zum eigentlichen Tabak. Wie immer riechen wir erstmal dran und gucken mal, was wir bei dem Traubeminze bei Black Octobus rausriechen. Also ihr habt auf jeden Fall eine schöne, würzige, kräftige Traube.
die auch, mit würzig meine ich, bei schwarze Traube schwingt oft so eine Muskatnuss ganz im Hintergrund, so leicht verborgen mit, die da eben nochmal so ein bisschen mehr Würze reinbringen soll. Das, finde ich, ist auch bei dem am Start. Also ich würde jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, dass es unbedingt Muskat ist, würde aber stark drauf schließen. Hat aber auf jeden Fall was schön Würziges und Vollmundiges, wie das halt so oft bei einer schwarzen Traube ist. Ich würde nicht ausschließen, dass noch eine weiße Traube mit dabei ist, weil er für eine schwarze Traube schon relativ süß riecht. Das erinnert dann oft an diese, ja, an diese typischen Traubenzuckersüßigkeiten, die man da so kennt, die man manchmal in der Apotheke bekommen hat oder so. Diese kleinen Traubenzuckerdinger eben. Aber geruchlich auf jeden Fall sehr, sehr solide, macht einen guten Eindruck. Wir kommen als nächstes mal zur Rauchentwicklung, beziehungsweise muss ich vorher noch eine Sache zur Feuchtigkeit sagen, habe ich ganz vergessen. Er ist nämlich verdammt feucht, also vielleicht sogar fast einen Ticken zu feucht. Ich weiß nicht, wie viel Köpfe ich jetzt davon schon geraucht habe, aber die Dose ist auf jeden Fall schon gut leer gegangen. Könnte vielleicht einen Ticken weniger Molasse vertragen, aber wenn das Ganze gut funktioniert, dann soll mir das auf jeden Fall so recht sein. Dann habe ich lieber, keine Ahnung, 10 gute Köpfe anstatt 12 Semiköpfe, ne, sage ich mal. Aber wir kommen mal zur Rauchentwicklung. Und ich denke, das spricht für sich. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera auch so gut rüber, wie das hier in echt aussieht. Die Rauchentwicklung ist brutal. Also wirklich hervorragend. 1A mit Sternchen. Könnte ich mir nicht besser vorstellen. Kenne keinen anderen Tabak, der das noch besser macht. Es gibt viele, die auch in dieselbe Liga kommen. Aber ich kenne, glaube ich, keinen, der noch krasser raucht. Also auf jeden Fall Rauchentwicklung mega gut. Rauchverhalten ultra angenehm. Der kann mein Overpack, zum Beispiel bei Black Nana oder Holster, rauche ich oft mit einer Kohle und noch einer auf Kipp. Also ich sage dann immer anderthalb dazu. Und bei dem konnte ich jetzt tatsächlich sogar zwei nehmen. Könnte entweder daran liegen, dass der Grundtabak ein bisschen mehr Hitze verträgt oder weil er eben feuchter ist, um das Ganze ein bisschen zu erhitzen, braucht er einfach ein bisschen mehr Hitze. Aber er funktioniert auf jeden Fall mit zwei Kohlen sehr, sehr gut und lässt sich auf jeden Fall wunderbar rauchen. Also es drückt auf keinen Fall und es kratzt auch nicht. Also genauso, wie man sich das eben so wünscht. Ich nehme nochmal einen Zug und dann kommen wir als nächstes zum Geschmack. Und auch beim Geschmack kann ich auf jeden Fall sagen, spiegelt sich genauso wie im Geruch wieder. Ja? Ihr habt auf jeden Fall eine würzige, krass intensive und im Mund wirklich präsente. Also wenn ihr ausatmet, habt ihr den Geschmack wirklich krass im Mund und er bleibt auch jetzt noch so ein bisschen im Mund. Sehr intensive, dunkle Traube meiner Meinung nach, die aber, glaube ich, zu einem kleinen Teil, also auf jeden Fall weniger als zum Beispiel bei Holster, von einer weißen Traube auf jeden Fall noch abgerundet wurde. Also ich würde schätzen, schwarze Traube mit dem klassischen würzigen Aspekt, so von Muskat und Co., abgerundet von so einer süßen weißen Traube. Gefällt mir aber auf jeden Fall mega gut. Ich muss sagen, mein Traube-Ranking im Moment wäre auf Platz 1 Holster. Nameless, ihr habt es gesehen bestimmt auf Insta. Ich habe in letzter Zeit deutlich seltener meine Amazon ausgepackt und deutlich seltener Black Nana geraucht. War ich in letzter Zeit gar nicht mehr so ultra happy mit. Ich weiß nicht, ob es an der Produktion liegt, ob sich da was geändert hat. Oder ob ich es einfach langsam satt habe. Aber Fakt ist, in letzter Zeit greife ich lieber zum Holster. Ich glaube, das könnte aber auch eine gute Alternative zu einer schwarzen Traube werden. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, da noch einige Dosen von zu rauchen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Aber ich glaube, mein aktuelles Ranking wäre Holster auf Platz 1. Und ich glaube, Platz 2 würde sich sogar im Moment Black Nana mit dem Black Octopus teilen. Also ich glaube, Platz 1 Holster, Platz 2 und 3, also same, same, wären der Black Octopus und der Black Nana von Nameless. Also auf jeden Fall krasses Brett. Wenn ich den auf ein Level mit Black Nana sitze, dann will das, glaube ich, schon was heißen. Ich bin gespannt auf die anderen Sorten. Erste Sorte macht einen hervorragenden Eindruck. Ja, wenn ihr mehr zu den anderen Sorten sehen wollt, lasst auf jeden Fall noch einen Kommentar da. Dann besorge ich mir da noch ein paar und dann testen wir die auch noch zusammen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Review gefallen hat, beziehungsweise einfach mein Eindruck von dem Tabak, nachdem ich jetzt eine Dreivierteldose verraucht habe. Und hoffe, dass ihr noch ein Abo da lasst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha WG.